Hi, ich bin Samira von Univision und wir sind heute in Lenglan bei Bovenden bei der Band Trust in Random und haben ein paar Fragen an Sie. Ja, stellt euch doch noch mal kurz vor. Wer seid ihr? Was macht ihr in der Band und was macht ihr nebenbei so? Ja, ich bin Johnny. Ich spiele Schlagzeug seit 15 Jahren ungefähr und seit anderthalb Jahren hier in der Band. Ja, ich bin Sebi und ich singe. Ja, und nebenbei habe ich halt auch noch einen Job, wo ich als Werkstoffprüfer arbeite. Ich bin Pascal, ich spiele in der Band Gitarre und bin nebenbei Ergotherapeut in einer Reha-Einrichtung für Jugendliche mit psychischen Problemen. Ich bin der Sille, spiele ja jetzt, glaube ich, 17 Jahre schon Gitarre und ein Jahr jetzt Bass fast. Und ja, bin noch Sozialpädagoge, hauptberuflich und mache gerade meinen Master noch. Genau. Ja, ich bin Dennis, ich bin der Gitarrist und auch Backgroundsänger. Und ergänzt mich so ein bisschen mit Sebastian mit dem Gesang. Und nebenbei bin ich halt selbstständig in der Computerbranche, PC-Service, Webseitenprogrammierung. Ja. Wie lange macht ihr jetzt schon Musik zusammen? Beziehungsweise wie ist die Band entstanden? Angefangen hat es Mitte, Ende 2011. Da habe ich nach einer zweijährigen Pause musikalisch, habe ich wieder was gesucht, um Musik zu machen. Hab den irgendwann Dennis gefunden und haben uns dann hier mal getroffen in Göttingen und waren uns auf Anhieb musikalisch sympathisch, sage ich mal. Musikalisch, und aber nur. Nur musikalisch. Und wir kamen dann zu dem Entschluss, dass wir irgendwie die gleichen Ziele verfolgen und da auch dran arbeiten wollen. Haben dann Pascal gefunden als zweiten Gitarristen. Der kam dann dazu, dann waren wir halt mal zu dritt hier, haben Musik gemacht. Und dann kam Dennis mit ein paar Songs der alten Trust and Random Band an, die, wo Silvio noch dabei war, und hat uns das vorgespielt. Und Pascal und ich meinen, boah, das ist ja eigentlich echt gut so. Warum knüpfen wir daran nicht an? Warum machen wir da nicht weiter? Quasi eine Reunion. Und ja, dann hat Dennis quasi die alten Musiker durchtelefoniert und gefragt, ob die dann Probleme hätten. Und es hatte keiner Problem damit. Nur Sille hatte kein Problem damit. Der hat gesagt, die alte Band, aber nur, wenn ich dabei bin. Denn hatten wir halt schon zwei Gitarristen und hat Sille gesagt, scheißegal, spiele ich Bass. Und das macht er verdammt gut. Und er spielt jetzt gerade mal seit einem Jahr, anderthalb Jahren Bass, aber schon wie ein ganz großer. Show ist alles, Johnny, was? Show ist alles. ja, damit waren wir vier. Brauchen wir halt noch einen Sänger. Und ja, gib das mal sehen. Genau, das kann Baby erzählen. Ich habe dann irgendwann einen Anruf gekriegt von irgendeinem verplanten Typ. Der meinte so, ey, wie ist denn das, wegen der Anzeige im Internet? Und ich so, hä, was für eine Anzeige? Und ja, irgendwas Musiker in deiner Stadt oder so. Da war ich angemeldet als Sänger, auch angegeben wegen einer anderen Band, wo ich noch gespielt habe. Wir hatten darüber mal einen Schlagzeuger gesucht. Und der fragt mich, ob die Anzeige noch aktuell ist, und meinte aber eigentlich mein Profil. Und ich habe das nicht verstanden und ich dachte, das ist irgend so ein verballerter Schlagzeuger, der wegen einer Anzeige von 1800 Schnee anruft. Und dann sagte ich so, nee, ist nicht mehr aktuell so, ist schon gut. Und dann wollten wir auflegen und dann kam er doch irgendwie doch noch auf den Trichter so, ja, warte mal, war doch wegen Schlagzeug gesucht. Nee, wir suchen einen Sänger. Und dann so, wie, einen Sänger, ja. Wir suchen halt noch einen Sänger. Und dann so, okay. Und dann, ja, wir haben auch so mit Produzenten und so. Und ich dann so, okay, ja, das habe ich auch schon durch, mehr oder weniger gedacht. Mir so, okay, das ist, keine Ahnung, sonst was für ein Typ. Was erzählt der für einen Scheiß? Ja, genau, was erzählt der mir jetzt hier so, ja, und dann habe ich mir halt so die alten Songs angehört von Trust and Random, noch von der alten Band, die es halt mal gab. Und fand das eigentlich gar nicht so schlecht. Ging auch so ein bisschen Rise Against und auch so ein bisschen die Richtung, was ich eigentlich machen wollte. Ja, dann habe ich gedacht, okay, dann haben die so wie ein Casting habt ihr ja veranstaltet dann. Mhm. Und dann bin ich da halt hingefahren und ja, dann... Hast gewonnen. Yeah! The Voice of Lenglan! Du kamst in Recall. Ja, nee, aber es hat gepasst. Ich kam hier rein und wir haben uns super verstanden alle. Es war cool irgendwie. Und was macht ihr jetzt genau für eine Art von Musik? Welche Einflüsse stecken da drin? Geht mal weiter. Melodischer Punkrock mit so ein bisschen Hardcore-Einflüssen, würde ich das einfach mal nennen. Ja, Sebi ist relativ vielfältig, was seine Stimme angeht. Also er kann halt melodisch singen, ist ein guter Sänger und er kann halt auch gut screamen. Und das probieren wir gerade, also diesen Vorteil probieren wir gerade irgendwie für uns zu nutzen und das irgendwie in die Songs zu übertragen und da irgendwie so einen Konsens zu finden. Und in der letzten Zeit haben wir das auch ziemlich gut geschafft. Also die Lieder, die wir jetzt in letzter Zeit gemacht haben, irgendwie vereint das alles so ein bisschen irgendwie. Und das ist finde ich ganz gut.
Ihr hattet ja jetzt einen Live-Auftritt in Nordhausen und da gucken wir jetzt einfach mal rein. Wenn euch das gefallen hat gerade, der Live-Ausschnitt aus Nordhausen, dann könnt ihr auch die EP bekommen von uns. Geht einfach mal auf trustandrandom.com, da kann man die erhalten, schreibt uns an, ihr könnt uns über Facebook erreichen oder dergleichen, kennt man ja. Genau. Und zu Part of Me machen wir jetzt auch ein Video. Am Sonntag geht das los, vielleicht habt ihr auch Lust zu kommen, um 14 Uhr am MT, also Musiktheater Kassel. Wir würden uns freuen. Genau. Worum geht's denn da in dem Video und wie wird das Ganze aussehen? Also eigentlich wollten wir gar nicht für Part of Me ein Video machen, eigentlich. Ich zumindest nicht. Ich hatte eigentlich immer gedacht, so, oh ja, für die Ballade so ein Video machen, das ist so ein bisschen, Und Johnny kam dann um die Ecke mit einer total coolen Idee, so wie wir das Ganze verpacken. Ich möchte auch nicht zu viel erzählen, das soll noch so ein bisschen geheim bleiben, mehr oder weniger. Fakt ist, am Ende wird halt eine Konzertszene stattfinden. Dafür sind wir auch dann im MT. Da spielen wir quasi ein Konzert, haben jetzt ein paar Leute eingeladen. Und ich bin gespannt auf jeden Fall, was bei rumkommt. Wie geht's dann euch dabei? Ich meine, ihr habt vorhin erwähnt, dass ihr keine reine Hobbyband seid, dass ihr beruflich auch nebenbei was macht. Wie verbindet ihr das mit der Musik, mit der Band und eurem Privatleben? Das ist schon so, dass der ein oder andere Part natürlich ein bisschen darunter leidet. Bei dem einen ist es vielleicht mehr ein bisschen die Beziehung, bei dem anderen ist vielleicht ein bisschen mehr der Job teilweise. Oder ein bisschen von allem. Aber, oder so. Wir kriegen das eigentlich ganz gut hin. Ja, so, wobei man auch sagen kann, dass wir schon recht viel Unterstützung auch kriegen, so von den Freundinnen. Weil die kommen mit zu den Konzerten, die hören sich die Songs an, geben auch ein Feedback dazu, ob sie es gut oder schlecht finden. Das ist ziemlich wertvoll für uns, was wir auch mit in die Band mit reintragen zur Probe, besprechen das Ganze und das ist so halt ein direktes Feedback gleich. Ne? Das ist, weil wenn das jemand hört auf dem Konzert, das dauert vielleicht auch ein paar Wochen oder man muss sich dann nochmal sehen und so hat man gleich so ein ungefiltert, nee, ist scheiße oder nee, finde ich gut. Ja? Und das ist recht angenehm. Wie sieht es dann jetzt für das kommende Jahr oder für das Jahr 2013 aus? Habt ihr da schon konkrete Projekte? Wir nehmen eine neue Platte auf. Die wird, sofern die Aufnahmen gut laufen, wird die... Also so Mitte Juli, Ende Juli kommen. Die dürfen wir dann auch verkaufen. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Also wir arbeiten an dieser Platte schon ziemlich lange jetzt, kann man sagen. Viele Gedanken gemacht. Die Musikrichtung hat sich auch nochmal geändert zur EP. Das ist alles ein bisschen reifer geworden. Wir sind zusammengewachsen als Band, kennen uns ganz anders, nehmen uns auch anders wahr. Und dann verändert sich natürlich auch die Musik so dementsprechend. Und das ist was, was uns sehr freut gerade. Weil die Songs werden erwachsener. Ja, dann freuen wir uns auf das Album und auf die unterschiedlichen Texte. Und wir danken euch für das Gespräch. Vielen Dank an dich. Willst du eine CD von uns haben? Ja, gerne. Ja, natürlich. Dann bitte sehr. Die gibt's dann danach wieder.